Herzlich willkommen bei Brandenburgs Astrophysik TV. Wir schauen nachts in unseren Himmel und sehen diese ganzen leuchtenden Sterne. Wir denken einfach nur, die sind schön und leuchten halt, aber würden niemals daran denken, dass sie einer Galaxie angehören. Und wir würden auch niemals denken, dass die Galaxien auch nicht für sich alleine sind, sondern wiederum Galaxienhaufen angehören. Und die ganzen Sterne, die wir unserer Himmel sehen, gehören an die Milchstraße an. Und die Milchstraße gehört einer Galaxienhaufen der Namen lokalen Gruppe an. Und genau um diesen Haufen soll es im heutigen Video gehen. Was verstehen wir eigentlich unter der lokalen Gruppe? Also es ist ein Galaxienhaufen, wie wir es gesagt haben, und sie hat einen Durchmesser von 5 bis 8 Millionen Lichtjahre. Das heißt, alle Galaxien, die sich im Umkreis von 5 bis 8 Millionen Lichtjahren sich befinden, würden zur lokalen Gruppe gehören, beziehungsweise gehören zur lokalen Gruppe. Die Mitglieder der lokalen Gruppe sind gravitativ aneinander gebunden und die einzelnen Mitglieder werden durch ihre Schwerkraft zusammengehalten. Und aus diesem Grund konnten die großen Galaxien, wie die Milchstraße oder die Andromeda-Galaxie zum Beispiel, mehrere Begleiter an sich binden, was wiederum dazu führt, dass Untergruppen entstehen. Aber wir sprechen ja erstmal von dieser Milchstraße-Untergruppe, wo insbesondere die große und kleine Magellanische Wolke angehört. Dann haben wir noch die Andromeda-Untergruppe, wo insbesondere das Triangulumnebel Messier 33 gehört, aber auch noch viele andere. Und da haben wir noch die NGC 3109-Untergruppe. Aber erstmal gehen wir nochmal zurück zur Milchstraßen-Untergruppe. Die große und die kleine Magellanische Wolke sind quasi die zwei größten Galaxien der Milchstraßen-Untergruppe, weil die restlichen alle nur so piepselig klein sind, deswegen werden wir über die auch nicht reden. Die große Magellanische Wolke ist 170.000 Lichtjahre entfernt und beinhaltet 15 Milliarden Sterne. Und die kleine Magellanische Wolke ist 200.000 Lichtjahre entfernt und beinhaltet nur 5 Milliarden Sterne. Die Andromeda-Untergruppe umfasst auch knapp 40 Zwerggalaxien, wie viele es sind. Aber über die werden wir auch nicht reden, weil das nur so Piepse, die kleine sind. Daher werden wir uns nur einen vorannehmen, weil er relativ groß ist, der Triangulumnebel Messier 33. Das Ding hat einen Durchmesser von 50.000 bis 60.000 Lichtjahre. Also schon recht groß, wenn man das so überlegt. Und befindet sich im Sternbild Dreieck natürlich. Also sonst würde es ja nicht Dreiecksnebel heißen. Da haben wir auch noch die NGC 3109 Untergruppe. NGC 3109 ist gerade mal eine kleine Zwerggalaxie. Mit einem Durchmesser von 21.000 Lichtjahre. Und diese kleine Zwerggalaxie konnte eine kleine Untergruppe bilden. Aber das wären dann auch nur so kleine Mini-Galaxien. Und dazu gehören auch gerade, und so diese NGC 3109 Untergruppe gehören auch nur mindestens 4 Galaxien an. Also recht wenig, wenn man es mit der Milchstraßen- oder der Andromeda-Untergruppe vergleicht. Jetzt können wir noch eine andere Aussage treffen. Wir wissen ja, dass ca. 60 bis 70 Galaxien unserer lokalen Gruppe bekannt sind. Aber Computersimulationen wiederum zeigen, dass es ungefähr 500 sein müssen. Und warum sind sie dann nicht bekannt? Weil wie kann es sein, dass wir einerseits Galaxien entdecken, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind, aber das in unserer Umgebung entdecken wir nicht wirklich. Eine Erklärung dafür ist, und das ist auch die Erklärung, dass diese Galaxien, die in unserer lokalen Gruppe nicht entdeckt worden sind, aus dunkler Materie bestehen und daher sich um dunkle Galaxien handelt. Weil dunkle Galaxien kann man ja nicht sehen. Wie ein schwarzes Loch sieht man ja auch nicht. Und das würde man ja höchstens bemerken, wenn man in das Ding reingefallen ist. Na gut, da wissen wir es. Aber das ist eh schon zu spät, wenn wir hier spaghettisiert werden. Aber so ist es dann. Was haben wir sozusagen heute ja gelernt? Sterne gehören zu Galaxien an. Galaxien gehören zu Galaxienhaufen an. Und da hört es doch nicht auf. Denn diese Galaxienhaufen, wie die lokale Gruppe zum Beispiel, gehören einer noch größeren Struktur, den Superhaufen, an. Und bei der lokalen Gruppe wäre es der Virgo-Superhaufen. Der Virgo-Superhaufen ist ein Supergalaxienhaufen, wo viele Galaxienhaufen sich befindet, wie die lokale Gruppe zum Beispiel oder der Virgo-Haufen, aber dazu werden wir anders mal zu sprechen kommen. Da sieht man ja, dass es dann immer größer wird und dieser Virgo-Superhaufen wiederum würde noch den Aniakea-Galaxienhaufen angehören. Das ist eine Super-Super-Struktur. Und das ist am heutigen Video leider nicht so interessant. Aber was noch interessant ist,
das Ereignis in 3 Milliarden Jahre. Die Andromeda-Galaxie nähert sich der Milchstraße mit einer Geschwindigkeit von 21 km pro Sekunde. Und in ca. 3 Milliarden Jahren soll es zu einer Kollision zwischen diesen beiden Galaxien kommen, dass die Kerne miteinander verschmelzen und dass dann eine wechselwirkende Galaxie daraus entsteht. Da ist aber sozusagen eine neue Galaxie dadurch geboren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wieder hören werden. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.